Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr draußen wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute mit einem Doppeltransfer-Talk-Thema, kann man schon sagen. Und zwar zum einen geht es um Leo Bittencourt. Den kann man eben abgeben, so heißt es zumindest. Den würde man abgeben, trifft es besser. Und Michael Tetterer würde den Verein verlassen, wenn es ein Top-Verein ist. Und diese Info haben wir vor allen Dingen durch Sky, darüber sprechen wir jetzt hier in diesem Video, fand ich schon sehr, sehr spannend. Beide Nachrichten sind reingekommen, während ich live war beim Stammtisch. Und vielleicht habt ihr es schon mal mitbekommen, nach dem Stammtisch gehe ich öfters mal spazieren, um ein bisschen den Kopf frei zu kriegen und so weiter. Und gerade heute habe ich mir das vorgenommen, dass ich halt jetzt spazieren gehe. Genau, und deswegen bin ich jetzt draußen, deswegen nicht wundern, das jetzt erstmal bis hierhin. Ihr könnt direkt zu Beginn, wenn ihr den Video unterstützen wollt, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, gerne auch ein Abo da lassen, würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Vielleicht schaffen wir die 26.300 Abonnenten jetzt zu knacken. Fehlen nicht mehr viele, wir sind, glaube ich, 23.270, sowas um den Dreh. Und es ist sehr warm und ich bin so ein bisschen schneller jetzt gegangen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen am Schwitzen bin. Ich habe ja noch das Cortison und Antibiotika bis Mittwoch drinne. Danach kann ich es endlich aufhören zu nehmen, deswegen schwitze ich da mehr. Ja, ich hoffe, dass es trotzdem geht. Also, lass uns erstmal loslegen mit Leo Bittencourt, weil danach etc. ist ein viel intensiveres Thema und ein viel wichtigeres Thema noch, muss man einfach dazu sagen, weil das unglaublich viel verändern würde, wenn ein Michael etc. auf der Zielgeraden sozusagen noch den Verein verlassen würde. Das muss man einfach hier mal erwähnen. Das wäre ein ganz harter, herber Verlust, wenn ein Michael etc. geht. Aber jetzt erstmal zu Leo Bittencourt. Es gibt eine News über Leo Bittencourt, dass der Verein ihn eben abgeben würde, wenn der Preis stimmt. Ich war gerade richtig irritiert, da oben ist ein Alter, da oben fahren Autos, irgendwer brüllt da rum. Ich dachte gerade schon, hä, ist ein Tier oder was? Wir sind jetzt hier im großen Wald, weißt du, okay. Leo Bittencourt würde man abgeben, wenn eben ein passendes Angebot da ist, denn auch von Leo Bittencourts Seite aus ist wohl ein Fragezeichen, wie es mit der Zukunft weitergeht, denn ihm droht ein Bankplatz. Das ist nicht nur die Rätselraten, Vermutung oder sowas, sondern das ist die blanke Realität. Senne auf der 6 ist absolut gesetzt und auf der Doppel-8 hat eine Position davon definitiv Romano Schmid, das ist die offensive Position und beim allerbesten Willen, nichts gegen Leo Bittencourt, aber auf der offensiven Position hat Leo Bittencourt wirklich gar nichts mehr zu suchen. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann ist Leo Bittencourt immer defensiver geworden, hat dort eben auch seine Rolle bekommen. Ist auch ein defensiver Spieler geworden, ist sehr, sehr giftig, sehr unangenehm für die Gegenspieler. Aber ist eben gerade im letzten Drittel super, super ungefährlich geworden. Und deswegen macht es keinen Sinn, Leo Bittencourt auf dieser Position zu sehen oder als Ersatz für Romano Schmid zu sehen, auch bei Wechseloptionen und so weiter. Da ist dann viel eher Isak Hansen eine Option, vielleicht sogar jemand aus dem Sturm, dass man den in so einem Halbraumposition spielt, aber eben nicht Leonardo Bittencourt. Das heißt, Leonardo Bittencourt müsste sich auf der linken Achterposition betteln, in einer Rolle, die da ein bisschen defensiver ist, ein bisschen zweikampfintensiver ist, wo er auch hingehört, wo es ein bisschen giftiger wird. Dort ist aber Jens Day höchstwahrscheinlich absolut gesetzt. Skelly Alvero als Top-Transfer gekommen, gilt als Herausforderer Nummer 1 und Leo Bittencourt würde eben erst dann kommen. Und man kann auch davon ausgehen, dass Skelly Alvero trotz einer nicht ganz so guten Vorbereitung immer wieder Einsatzzeiten bekommen wird, weil er eben nicht nur so Top-Transfer ist, sondern auch super jung ist. Das heißt, sein Entwicklungspotenzial ist viel, viel höher als noch das, was du von Leo Bittencourt erwarten kannst, wenn du ihn trotz dessen förderst auf dieser Position. Trotz dessen darf man natürlich nie vergessen, Leo Bittencourt hat auch viele Jahre extrem viel für Werder gemacht, viel gute Leistung auch gegeben. Vor allen Dingen erinnere ich damals immer an dieses DFB-Pokalspiel mit Borussia Dortmund und so weiter. Das waren schon noch echt geile Zeiten. Man muss aber einfach sagen, dass gerade in den letzten Jahren, wenn man Leo Bittencourt als diese offensive Rolle, als hier gekommen ist, als 10 hinten drauf gesehen hat, dann war da einfach auch nichts mehr. Und da war da auch viel Enttäuschnis dabei. Und insofern kann er ja ein Abgangskandidat sein und ist auch noch Topverdiener, also einer der Topverdiener. Das heißt, Gehaltsetat müssen wir sowieso frei machen. Er wäre definitiv ein Kandidat dafür, das muss man einfach so sagen. Dann kommen wir zum anderen Thema und zwar Michael etc. Ja, tatsächlich kam es rein von Sky. Hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass da jetzt nochmal so Fahrt reinkommt bei diesem Thema Michael etc. Kann man gerade gucken, ob ich vielleicht so ein bisschen den Bildschirm gerade heller kriege. So, guck mal, schauen wir mal. Ja, guck mal, geht doch. Boah, so, wunderbar. Hier wird es nämlich richtig dunkel. Im Wald ist immer sehr schnell sehr dunkel. Kennt ihr selber oder die Leute, die auch so ein bisschen im Dorf wohnen, Wälder so haben. Ja,
Auf jeden Fall hat Sky Pletti, um genau zu sein, jetzt darüber berichtet, dass Michael Zetterer sich wohl einen Abgang auch vorstellen kann, wenn es eine Top-Lösung ist, also wenn es ein Top-Verein ist. Die große Frage wird sein, was hier mit Marseille ist. Denn Fabrizio Romano hat vorhin irgendwie was getwittert gehabt mit einem anderen Keeper. Das heißt, da könnte zum Beispiel die Richtung wirklich wieder zu einer anderen Lösung gehen. Wenn aber ein Verein wie Marseille, also ein Top-Verein, Marseille jetzt auch Top-Verein, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Man muss dazu natürlich ein bisschen was erklären. Bei Marseille ist es vor allem De Serbi, der da gerade total am Kader bastelt. Also der baut da was ganz Intensives. Moukoko leider auch. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile durch ist mit Kaufoptionen. Ganz, ganz krass. De Serbi selber für seinen Fußball mega bekannt. Viele, viele Trainer haben sich ein Beispiel daran genommen. Hürzeler wurde mit ihm verglichen. Ist ja jetzt nach England Ich glaube, ich sogar jetzt bei Brighton, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Korrigiert mich gerne. Hoeneß hat sich den Fußball von De Serbi angeguckt bei Brighton und viele mehr. Also deswegen, sein Fußball ist ganz, ganz bekannt. Das wird super interessant sein, was Marseille in der kommenden Saison macht. Muss man auch so ein bisschen mal drauf schauen, denn das ja, kann eben sehr, sehr interessant werden. Und vor allen Dingen, wenn Marseille dann an dem Spieler von Werder Bremen dran ist. Aber ob Zetterer zu Marseille geht, das steht gerade in den Sternen, weil die, wie gesagt, sich mit einem anderen Keeper noch beschäftigen. Problem ist nur, wenn jetzt ein Topverein anklopft und sagt, ey, wir wollen hier einen anderen Keeper, wir wollen vielleicht einen anderen Spielstil auch haben und vor allen Dingen auch mitspielenden Keeper, dann haben wir ein Problem. Denn wenn uns die Säule Michael Zetterer wirklich wegbrechen würde, dann wäre das eine absolute Vollkatastrophe. Wir kriegen den niemals jetzt 1:1 ersetzt, muss man einfach so sagen. Das Geld, wofür man ihn dann verkaufen würde, ist Geld, was man einnehmen muss und was man dann wahrscheinlich nur macht, weil es eben für andere potenzielle Spieler, die dieses Geld einbringen würden, keine Angebote gibt. Das heißt, es wäre so eine Art Zwangssituation, Michael Zetterer dann abzugeben. Und du kriegst halt eben keinen Ersatz für das Geld. Und dieses Geld musst du wahrscheinlich sogar noch in andere Positionen stecken. Das heißt, du brauchst eine kreative Lösung auf der Torwartposition. Ob du da Mio Backhaus das Vertrauen schenkst, ist die andere Sache. Hat letzte Saison ja schon mal erste Liga, zwar in der Eredivisie gespielt, aber wäre eine Option, gilt wohl auch als mitspielender Keeper, habe ich in meinem Kadercheck schon mal gesagt gehabt. Und Kolke dann als Nummer 2 eine neue Nummer 3 verpflichtet. Who knows? Es ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig, das irgendwie vorherzusehen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wir sind darauf angewiesen, Michael Zetterer in diesem Dreieraufbau als Anspielstation zu haben, als mitspielenden Keeper. Und diese Option darf uns eigentlich so nicht wegbrechen. Wir brauchen Michael Zetterer auf dieser Position. Was habt ihr denn jetzt? Ach, da ist ein Pferd. Ja, das kommt hier hin. Ja, hier ist ein Pferd gerade. Und meine Frau und mein Sohn sind hier gerade auf einmal losgerannt. Deswegen habe ich mich gerade selber erschrocken. Ja, auf jeden Fall. Wo war ich denn jetzt? Michael Zetterer. Auf jeden Fall brauchen wir ihn als diese mitspielende Keeperlösung. So, und wenn der uns wegbrechen würde, dann müssten wir unser komplettes Aufbauspiel komplett neu definieren. Und das ist in der Kürze der Zeit mit einem Vorbereitungsspiel, eventuell je nachdem, wann er dann überhaupt geht, vielleicht auch schon danach, gar nicht möglich. Und insofern hoffe ich und wünsche mir und glaube aber auch, dass Michael Zetterer bleibt. Auch wenn Sky das berichtet hat, sage ich persönlich, ich glaube, Michael Zetterer wird bleiben. Und ich wünsche mir das auch und er hoffe das auch extrem, weil es uns eben absolut hart treffen würde und das können wir uns so einfach nicht erlauben. Ja, dann jetzt nochmal zum Ende. Mir hat der Stammtisch auf jeden Fall heute wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es zwischenzeitlich sehr anstrengend war, sehr viele Diskussionen dabei waren. Glaube ich, dass ich versucht habe, das immer wieder auch ein bisschen zu relativieren und einzuordnen. Ich hoffe, dass mir das ganz gut gelungen ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Stammtisch schon geschaut habt oder im Nachhinein geschaut habt. Genau, ich bin auf jeden Fall ja, weiterhin sehr, sehr froh, euch als Werder-Community hier zu haben und dass wir uns über unseren Lieblingsverein gemeinsam austauschen können und freue mich schon ja, über jeden netten Kommentar, über jeden Däumchen nach oben, jeden Abo, der hier reinkommt. Und dann würde ich sagen, bin ich jetzt erstmal raus, wünsche euch allen einen wunderschönen Montagabend, startet gut, weiter durch die Woche. Wir sehen uns dann am morgigen Tag und ja, dann würde ich sagen, von meinem Herz alles, alles Liebe, alles Gute. Ich bin raus, euer Nico und ciao.